Rauche ich aus der Space Side. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls. Heute mit mir Malte. Und ja, das Wichtigste habe ich im Cold Opener gesagt. Es geht heute um einen Whisky, der rauchig ist, trotzdem aus der Space Side kommt. Genauer gesagt geht es um den Belvini 14 Jahre Week of Peat. Und den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Vorher aber Frage des Tages, ihr kennt es, unten in die Kommentare gerne reinschreiben. Belvini ist eine Brennerei, die für mich so ein bisschen ja seltsam ist, sage ich mal, weil sie zum einen der Double Wood häufig für Einsteiger empfohlen wird, andererseits sehr, sehr hochpreisige Abfüllungen hat und mich persönlich, um ganz ehrlich zu sein, nie so richtig überzeugen konnte, sowohl als Einsteiger-Whisky wie auch in den höherpreisigen Abfüllungen. Also, wie ist eure Meinung zu The Belvini? Schreibt es unten in die Kommentare. Mit was für einem Whisky haben wir es heute zu tun? Es ist der Belvini The Week of Peat, 14 Jahre, und zu den Rahmendaten gehört natürlich auch noch 48,3%. Und da geht es um die Belvini Stories. Das heißt, wir hatten diesen Whisky auch schon mal im Livestream. Vielleicht habt ihr damals schon reingeschaut. Wir hatten Markus Heinze von Glenfiddich und The Belvini bei uns zu Gast und konnten die verschiedenen Abfüllungen probieren. Den Sweet Taste of American Oak oder so. Sweet Toast of American Oak. Den The Week of Peat und noch einen dritten. Und an dem Abend habe ich gedacht, also Livestreams sind immer so, das ist ein schöner Eindruck in einen Whisky, wenn wir da was verkosten. Jetzt egal, ob wir einen Gast haben oder keinen Gast haben, aber es ist meistens so, dass man jetzt nicht die Zeit hat, sich so damit auseinanderzusetzen, wie in einem Video, wo ich zur Not auch nochmal schneiden kann und so weiter. Das ist alles live, das ist so, wie es ist. Und da habe ich schon gedacht, okay, die gefallen mir alle sehr, sehr gut, haben meine Meinung von Belvini damals auch durchaus verbessert, sage ich mal. Und gerade der 14-Jährige hier, da habe ich gedacht, da müsstest du eigentlich noch mal ran. Und so wie der Zufall es manchmal will, kam dann die Anfrage von Simple Sample, so willst du nicht hier ein Sample von dem haben, die Flasche noch dazu haben und dann kannst du den mal probieren. Und dann musste ich mir keine Flasche kaufen und kann an der Stelle sagen, danke an Simple Sample und deswegen Sponsored Video, das Sample wurde mir hier geschickt, aber da die Sachen auch nur aufreißen und verteilen, geht es jetzt nicht darum, den Whisky in einem besonders guten Licht dastehen zu lassen. Ihr müsst euch also da keine Sorgen machen. Und wenn ihr an Samples interessiert seid, dann habt ihr jetzt eine Idee, wo ihr sie herbekommen könnt. Ihr kennt es, wir machen das jetzt so wie immer. Aroma, Geschmack, Abgang und dann schauen wir mal, ob meine höhere Meinung von Belvini denn jetzt auch mit, ich weiß gar nicht, einem halben Jahr Abstand oder noch mehr dann Bestand haben wird. Also, los geht's. Ja, die Geschichte vom The Week of Peat, früher auch, ich glaube, einfach nur Peat Week genannt, ist, dass man 2002 auf die Idee kam, bei The Belvini wieder rauchige Whiskys herzustellen, so wie es in den 40er bis 60er Jahren bei der Brennerei und wahrscheinlich auch noch davor gang und gäbe war. Und erstmal haben wir hier nicht die 40%, sondern wir haben, was habe ich gesagt, 48,3%. Das heißt, der hat schon mal ordentlich Kraft und der hat tatsächlich ordentlich Rauch. Das ist aber ein ganz anderer Rauch als das, was man vielleicht von Küsten- oder Islay-Whiskys kennt. Weil es ist ein sehr trockener Rauch, finde ich. Und so ein bisschen so ein torfiger Rauch. Und kein Salz, keine Algen, keine diese ganzen Meeresassoziationen, sage ich mal. Die hat man halt hier gar nicht dabei, weil wir wahrscheinlich einfach einen Highland Peat haben. Oder vielleicht einen Speyside Peat, das weiß man nicht so genau. Und das kommt hier einfach rüber. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Erinnert mich dann immer so ein bisschen an Ardmore. Ja, ihr wisst es, eine meiner Lieblingsbrennereien. Auch wenn der hier jetzt nicht ganz so kräftig ist. Aber
Ja, da ist eine schöne unterliegende Vanillesüße. Ich würde tippen, hier sind vor allen Dingen Ex-Bourbon-Fässer mit dabei. Und darüber ist dann halt so eine leichte Honigsüße und aber halt diese Rauchnote, die so ein bisschen an Heide erinnert. Ja, also so Richtung Highland Park. Durchaus aber finde ich ein bisschen kräftiger als Highland Park an der Stelle, dass der hat schon wirklich Rauch. Ja, also man muss jetzt nicht denken, Balvenie, die machen ja sonst nichts Rauchiges. Was treiben die da jetzt? Haben die da so einmal irgendwie mit dem Feuer so links und dann haben sie gesagt, der ist jetzt rauchig? Nee, nee, also das ist hier schon ernst gemeint. Und das ist schön. Kräuter, Rosmarin, Thymian, Kräuter der Provence. So, und dann so glimmendes Lagerfeuer, glimmende Äste, ja, so kohlende Heide. Wünscht man natürlich niemandem, dass irgendwie da die Heide jetzt brennt, aber so in die Richtung gehen. So, ich merke richtig, das Wasser läuft mir im Munde zusammen. Ich will es probieren. Also, schön, dass ihr reinschaut. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren drücken. Und jetzt probieren wir mal. Slange auf euch. Ja, da ist Power drin. Kräftiger, prickelnder, rauchiger, feuriger Abgang. Der erste Eindruck war ganz klar Lakritz. Kräftig, würzig, dann dieses Süßholz, dann ins Vanillige gehend. Der Rauch immer weiter sich aufbauend. Ja, im ersten Eindruck natürlich, Lakritz hat ja sowas salzig, würziges. Aber im ersten Eindruck war das jetzt gar nicht unbedingt da. Und ja, sehr, sehr lecker, sehr, sehr wandelbar, sehr dynamisch. Fängt halt an mit dem Lakritz, dann kommt die Süße, dann baut sich der Rauch immer weiter auf. Und so zum Abgang hin hat der richtig Rauch, also richtig kräftig. Und die 48,3% sorgen auch dafür, dass das unterstrichen wird, dass das da ist, dass das kräftig ist. Das bringt tatsächlich richtig Spaß. Also, sehr, sehr, sehr schön. Jetzt in der Nase. Der Rauch ist immer noch im Mund. In der Nase habe ich ihn dadurch jetzt deutlich weniger und habe mehr diese Heide mit dem Lakritzigen. Ja, fein. Also es ist nicht Balvenie, wie man es so kennt, sehr weich, sehr mild in den Einstiegswhiskys, sondern mit Ecke, mit Kante, mit Kraft. Ich probiere einfach nochmal. Slange. Ja, der Rauch hinten raus, wirklich Feuer. Ja, also nicht, ich meine nicht brennend, sondern wirklich brennendes Holz. Ja, sehr trocken. Sehr holzig, rauchig, Räucherkammer, aber ohne den Speck, halt wirklich nur dieser Rauch. Ja, sehr, irgendwie sehr straight, was ich aber nicht schlecht finde, sondern man hat halt wenig Speck oder man hat keine Algen oder Seetang oder medizinisch, sondern das ist rauchig. Es ist wirklich dann hinten raus rauchig, kräftig, würzig noch dazu. Eiche kommt dann auch mit. Der Mund wird ein bisschen trocken. Ja, ich würde sagen, Zeit für ein Fazit. Das Fazit fällt gut aus. Ja, Balvenie, wie ich gesagt habe, ist eine Brennerei, die mich nicht immer überzeugen konnte. Aber dieser Whisky kann das durchaus. Ich finde es schön, dass man hier auf 48% oder 48,3% gegangen ist. Der Rauch wirkt jetzt nicht aufgesetzt oder so, als ob man das nicht verstehen würde oder nicht könnte in der Brennerei, sondern es wirkt doch sehr natürlich, passt auch schön zum Grunddestillat. Also wir haben hier diese leichte Süße, die schon noch mit durchkommt. Wir haben auch diese Honigsüße, dieses Waldhonig, Aroma, Tannennadeln, irgendwie so in die Richtung. Das schwingt auch alles mit. Und dann der Rauch, der einfach eine zusätzliche und durchaus dominante Komponente an der Stelle ist. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Danke nochmal an Simple Sample, dass Sie nochmal die Gelegenheit mir geboten haben, dass ich probieren konnte. Und für euch, wenn ihr vielleicht
Balvenie mögt und mal rauchige Whiskys probieren wollt oder so, dann könnt ihr hier durchaus, glaube ich, vertrauen, dass das ganz gut passen könnte. Er ist aber, wie gesagt, doch schon relativ kräftig rauchig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo, ihr kennt es, ich habe es auch schon gesagt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf jeden Fall, ich bin da. Slange, bleibt gesund, passt auf euch auf.